Meine lieben Freunde, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Wir haben das legendäre Heilige Schwert der Vier, können damit auch schon Leute entsteinern sozusagen. Aber ich habe noch andere Dinge vor, bevor wir zum Finale gehen und Zelda retten. Wir wollen uns erstmal noch ein bisschen umgucken, wer alles Fragmente vereinen will, wo überall noch Herzteile sind, ein paar Schätze und so weiter und so fort. Ne, ihr wisst Bescheid. So, heute geht's weiter in Hyrule-Stadt. Hier ist es gefährlich. Ich gehe schnell nach Hause. Aber ich will in die Bücherei. Also wir kämen als Minish noch rein, glaube ich. Oder kommen wir? Das Gebiet hier ist doch relativ abgeschlossen für Minish, oder? Es sei denn, wir können schwimmen. Aber auch das nicht, weil... Nee. Wir kommen als Minish hier nicht mehr hin. Verdammt. Na gut. So, hallo Marlon. Ah, willkommen. Ich biete dir gesunde London-Milch an. Eine Flasche kostet 100 Rubine. Möchtest du Milch kaufen? Nun, danke. Ach so. Ich bin immer hier in der Nähe, also komm einfach wieder vorbei. Oh, stimmt. Wo ich das gerade, das Stichwort Milch höre oder lese. Die Minish im Wald wollten doch von uns noch Gongul-Wasser haben, damit sie einen neuen Tyrup züchten können. Yo. Ja, wir haben noch so viel vor. Können wir noch mal gegen die Glocke hüpfen? Scheinbar nicht. Nö, da passiert nichts mehr. Okay. Bam, bam, badam. Hallo. Dass der König sich so verändert hat, liegt bestimmt auch an den Monstern. Ja, an einem bestimmten Monster liegt das ganz besonders. So. Dann haben wir hier noch das Haus des Bürgermeisters und die Schule, das Hotel und dann nur noch den unteren rechten Bereich der Stadt. Wo am meisten los ist, aber das sollte schnell gehen. Gucken wir uns hier erstmal um. Hier stand doch auch immer so ein alter Typ hier rum. Wo ist denn der? Wir beschützen die Stadt, hab keine Angst und geh nach Hause. Ja, ja, ja. Erzähl mir mal, du. Ihr beschützt hier gar nichts. Ich mach die ganze Arbeit. So, hallo. Die Monster werden vielleicht angreifen. Keiner darf nach draußen. Oh, habt ihr eine Ausgangssperre? Du bist natürlich eine Ausnahme. Geh nur, Marco. Dein Schwert und dein Mut sind unsere Hoffnung. Ah, deswegen. Tada. Wir können natürlich die ganze Stadt auch dann nochmal als Minish erkunden und gucken, ob da noch einige Minish dabei sind, die ein paar Fragmente vereinen wollen, aber erstmal nicht jetzt. So, hier waren wir ja auch schon fertig, glaube ich. Oh, ja, warte mal. Ach nein, wir müssen ja immer alle vier machen jetzt, oh mein Gott. Oh, da muss man ja dann auch wieder mitdenken. Ha, wie der eine Vierte mitgeschoben hat, obwohl er nicht am Block dran stand. Was ich sagen wollte, es gab doch eine Stelle hier auf dem Schulhof, wo man zu viert sein musste, oder? Oh Gott, die sind alle wieder da? Oh, nö. Kein Bedarf. Dann klettern wir aus dem Brunnen wieder raus. So. Lass mal gucken gehen. Und außerdem muss ich da mich gar nicht langbomben, weil der Eingang war ja hier hinter. Und die Lehrerinnen sind auch alle weg. Wo sind die alle? Sind die jetzt alle im Klassenzimmer? Was? Hier kommt man nicht mehr rein? Au. Ah. Alles klar. Ja. Gut. Ist eh nichts Interessantes mehr. So, hallo, jemand da? Ah, okay. Aber es sind längst nicht alle Kinder. Ich liebe Schule. Okay. Viel Spaß dabei. Hallo. Ich will nicht nach Hause. Hallo. Wenn die Kinder zu Hause sind, müssen auch wir nach Hause gehen. Ja, aber die beiden werdet ihr nicht los, oder wie es... Geht schnell nach Hause. Nee, die wollen nicht. Auf dem Schulhof ist jetzt auch nichts los, aber... Hier. Hm. Auf dem Dach war nichts mehr, da ist nur die Kiste gewesen. Pass auf, weil ich weiß, dass da eine Stelle war mit Viererteilung, machen wir das mal schnell. Dann haben wir das nämlich auch erledigt.
Ah, da ist ja noch so ein Käfer. Ey, die halten immer noch so viel aus, obwohl wir das heilige Schwert haben. Ist das überhaupt stärker geworden? Oder ist das nur für die Fähigkeit, sich 4 zu teilen? 1, 2, 3. Vierfach wie nun sein. Oh, oh, 3 Truhen. Erstmal ist Herzzeit. Oh, oh. Bitte Rubine. Okay, Glücksfragmente. Ich könnte mal Rubine gebrauchen. Nochmal. 3 rote Glücksfragmente. Oh mein Gott, okay. Gut, dann müssen wir aber auch hier nie wieder hin. Das Herzteil haben wir auch. Gut. Dann... Oh nein, wir müssen hier gar nicht raus. Falscher Ausgang. Ey, geh mir aus dem Weg, geh mir aus dem Weg. Oh. Müssen wir wegen dem Rotzbengel da noch einen Umweg laufen? Okay. Haus vom Bürgermeister hatten wir auch. In der Untergrundgeschichte ist auch alles erledigt. Gehen wir ins Hotel. Ja. Jetzt könnten wir uns natürlich entscheiden, welche von beiden das letzte Haus kriegen soll. Was war die Dachfarbe? Lieber rot, oder? Das wäre also für Din. Die wollen Fragmente vereinen. Dann machen wir das doch erstmal. Fragmente vereinen? Ja, gerne. Okay, Din hat ein rotes. Alter, wir hatten 11 Stück von diesem Teil. Und das andere rote auch 10-mal. Okay, sehr schön. Ah, diese Blumenwiesen. Endlich mal. Oh, ein Schmetterling? Was musste ich damit machen? Ja, sie passen perfekt. Vielleicht passiert etwas Gutes. Oh, das wusste ich jetzt gar nicht mehr. Fragmente vereinen? Ja, probieren wir es aus. Los geht's, Farore. Hast du auch noch einen Schmetterling für mich auf irgendeiner Wiese? Ja! Oh, oh. Ich weiß nicht mehr, was das war. Probieren wir aus. Das passt perfekt. Jetzt passiert bestimmt was Gutes. Da sind die anderen Kiddies. Ja, noch mehr Fragmente? Nein. Okay. Hallo. Wir haben heute früher Schluss. Juhu. Ah. Bruder, warte auf mich. Till will wieder vereinen. Oh oh, er hat das, was wir am wenigsten haben. Die beiden Fragmente passen perfekt. Oh, ist nicht das, was wir jetzt, was wir nur noch 2-mal haben, auch das, was noch Boris und der Rosa Genie wollten? Oh oh. Na gut, was passiert bei Till? Ah, noch ein Seerosenblatt? Yo! Damit kommen wir auch da noch irgendwo hin. Sehr gut. Bald müssten wir doch eigentlich mal alles zusammengefügt haben, was geht. Ich habe es mit meinen eigenen, mit eigenen Augen gesehen. Im Schloss sind überall Monster. Einige von uns sind nicht mehr aus dem Schloss zurückgekehrt. Oh oh. Vor den Kindern sollte man das zwar nicht sagen, aber irgendetwas stimmt nicht in Schloss Hyrule. Was da nicht stimmt? Tja, ich weiß es auch nicht genau. Oh oh. Alle sind sie in Panik evakuiert worden. Oh, hallo? Das kann man... da kann man nichts machen. Ich werde wohl erst einmal hier Schutz suchen. Ich bin zwar ein kräftiger Kerl, aber gegen die Monster komme ich nicht an. Oh, ja, wir kommen ja jetzt hier raus. Lampe. Los geht's. Rubine, bitte. Oh. Noch ein rotes Glücksfragment. Ah, okay, hier sind noch mehr Kinder. Hallo. Nein, nicht die Chefin. Was? Die Chefin? Meine Mutter ist hier die Chefin. Oh. Nein, nicht die Äffin. Meine Mutter ist hier die Chefin. Kinder. Okay. Es gibt große Unterschiede zwischen den guten und den schlechten Zimmern. Ja, Marco, das hast du uns schon 100.000 Mal erzählt. Lass dir mal was Neues einfallen. Hallo, Chefin. Chefin. Herzlich willkommen. Na, willst du dich bei uns ausruhen?
Wenn du hier schläfst, bist du bald wieder fit. Und es gibt ein Geschenk. Nein, danke. Vor allem haben wir das Geld nicht. Und wenn, dann bräuchten wir es für was anderes. Möchtest du nicht ein wenig schlafen? Nein? Na, du bist jederzeit willkommen. Okay. Hallo, schieben Sie hier Wache? Was für Monster auch kommen mögen, ich werde die Stadt beschützen. Viel Vergnügen. Sie sind echt alle nicht mehr auf der Straße anzutreffen. Alle sind sie weg, außer auf dem Marktplatz. Oh wow. Ups. Oh, warte mal. Ja, da können wir auch noch rein. Gucken wir uns vielleicht an. Hier sitzt einfach noch einer draußen. Bom, 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 bom. Alle weg. Einfach alle weg, außer Anju. Okay. Na dann, wo fangen wir an? Hier war irgendwo noch ein Soldat. Quatschen wir den nochmal an. Oh, und mit den Stiefeln könnten wir jetzt auch Anjos Hühnergame noch machen. Kriegen wir davon die vierte Flasche? Was waren da noch? Die Tiere sind auch weg. Was ist nur geschehen? Stimmt, die ganzen Katzen. Einige Menschen sind nicht in ihren Häusern. Aber ich sage nichts mehr. Okay. Das Küken auf dem Dach ist auch weg. Oh mein Gott. Hallo. Ich bin reich und Sammler. So wie viele Reiche. Warum sagst du uns das? Komischer Kerl. Nur der Gorone und Terry sind noch da. Die Händler hier auch. Karo. Nee, das war nicht Karo und Toffel. Wie hießen die denn? Tadam. Hallo. Du, es ist gefährlich hier draußen herumzulaufen. Geh in dein Haus. Der sagt noch was. Haben wir mit dir schon geredet? Es war eine so lebendige Stadt. Was soll nur aus diesem Land werden? Ja. Okay. Sagst du noch was? Ich habe Fragmente für dich. Welche Form sie haben, ist eine Überraschung. Hallo, Terry. Ups. Oh, hallo. Es ist stets eine Freude. Ich habe verschiedene Sorten Tyrup. Du kannst sie in der Flasche mitnehmen. Sie bringen dir Glück. Okay. Gut, dann haben wir, glaube ich, soweit alle, die noch draußen sind, angesprochen, außer Anju. Dann lass mal in die Häuser alle nochmal reingehen. Also, fangen wir an mit dem hier unten. Hallo. Ah, sie befreit mir den Feind. Perfekt. Wenn du den Talisman verlierst, gebe ich dir einen neuen. Fragmenteverein? Ja, warum nicht? So, Nairo. Machst du auch noch einen Schmetterling jetzt für uns? Ja! Sind das die einzigen drei Stellen? Okay, wir haben von allen drei Göttinnen jetzt den Schmetterling erscheinen lassen. Oh, das passt ja perfekt. Vielleicht passiert jetzt etwas Gutes. Absolut keine Idee mehr, was diese Schmetterlinge waren. So, ist das Liebespärchen hier noch? Ah! Wow! Hallo. Meine Schwester ist wieder da. Es ist besser, zu Hause zu bleiben. Oh, das ist deine Schwester. Ihr solltet kein Liebespärchen sein. Ist auch noch ein Kind, oder? Hey, bleib stehen. Was sind denn Monster? Ja, okay. Werden die beiden glücklich noch irgendwann zusammenfinden? Oh, ja, okay. Die ganze Familie... Jeder ist jetzt immer in seinem Haus. Hallo. Wir dürfen nicht raus, das ist doof. Mein Bruder ist wieder da. Ich darf ihn nicht wieder rausgehen lassen. Hallo. Oh, wie furchtbar. Hoffentlich geschieht nicht noch mehr. Und? Katze? Schnurr. Ah. Gut. Okay, zumindest geht es den Leuten alle den Umständen entsprechend gut. So. Hallo, Aya. Er hat auch nichts Interessantes mehr für uns zu verkaufen. Bring her, was du kaufen willst. Kaufe, sonst bereust du es später. So. Ach ja, der hatte ja sein Minispiel ein bisschen interessanter werden lassen. Mal gucken, was das jetzt ist. Eigentlich sollte ich ja jetzt nicht spielen, aber... Er kann nicht anders. Er ist so süchtig. Hallo, aber wir auch. Oder? Oh, ein Kunde. Warum ich einen Glücksspielsalon habe? Weil man beim Glücksspiel manchmal gewinnen kann. Ich kann es nicht empfehlen, aber probiere es ruhig aus. Ein Spiel kostet 10 Rubine. Willst du es probieren? Obwohl du nicht weißt, ob du etwas gewinnst.
es ist besser, du lässt es. Ich probier's aber trotzdem. Ich will wissen, was du interessanter gemacht hast. Ja. Yeah. Fall ruhig vom Sockel. Obwohl Level 1 schon ruinös ist, gibt es jetzt auch noch einen Level 2. Auf welchem Level möchtest du spielen? Level 1 fair, Level 2 fies. Ach du meine Güte. Lass mal Level 2 versuchen. Ach so, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Ja, ich werde dann mal die nötigen Vorbereitungen treffen. Komm durch den hinteren Eingang nach. Sind es jetzt drei? Ja, es sind drei. Ist nur eine die richtige? Oder sind es zwei Nieten? Also, das wäre das gleiche. Ist es nur eine oder sind es zwei Nieten? Das wäre die bessere Frage. Öffne eine Schatzkiste deiner Wahl. Wenn du gewinnst, erhältst du das Dreifache deines Einsatzes. Oh. Okay, dann würde ich sagen, es sind zwei Nieten drin. Na, goldene Mitte. Ja. Pech gehabt, so ist das nur einmal beim Glücksspiel. Lass dich nicht zu tief in diese Sache hineinziehen. Vielleicht nimmst du das zum Anlass dafür, ganz aufzuhören. Ja, mach ich auch. Tschüss. Diesmal hast du leider nichts gewonnen, so ist das nun mal beim Glücksspiel. Man darf nie denken, beim nächsten Mal mache ich bestimmt einen Reibach. Der Mensch sollte vernünftig bleiben, komm lieber nicht mehr hierher. Ja. Da ist was dran. Wenn es irgendeinen Trick gibt, haben wir... Gibt es irgendein Item, mit dem wir das durchschauen könnten? So wie in Ocarina of Time, das Auge der Wahrheit. Ich glaube eigentlich nicht. Naja, wir sollten auf andere Weise Geld verdienen. So, gehen wir nochmal in die Bäckerei. Waren wir hier eigentlich als Minish schon mal drin? Ich glaube ja. Hallo. Guten Tag, bring zur Kasse, was du kaufen möchtest. Knet, knet, das wird was Leckeres. Okay, er sagt den gleichen Text. Hey, danke. Ich will auch gerade hier nichts kaufen. Da würden eh nur Glücksfragmente drin sein. So, wie viele Gebäude haben wir denn noch? Wir haben hier, glaube ich, noch vier und den Schwertmeister Maximus. Und den Wasserfall. Oh, lass mal in den Wasserfall gehen. Da bin ich neugierig drauf. Das ist immerhin was Neues. Aha! Rubine? Nicht so ganz. Okay. Es wird mal wieder bald Zeit für eine Runde Muscheln ausgeben. Na gut. Hallo Schlumm. Arbeitest du immer noch? Und jetzt schnell die Schuhe für Zelda. Pff. Hat er es immer noch nicht mitbekommen. Naja. Oh! Hier ist auch ein Kind zu Hause scheinbar. Mein Papa ist doch klasse. Oh. Hallo, willkommen in Shimarus Laden. Ich leite dieses außergewöhnliche Geschäft. Soll ich dir erklären, was ich anbiete? Nein, danke. Kennen wir. Wagst du einen Kampf für 10 Rubine? Kriegen wir dann Rubine als Gewinn? Wie war denn das? Wir hatten als erstes ein Herzteil und danach? Ja, wir versuchen es mal. Bom, bom. Gut, du willst es also wissen. Dann werde ich nun beginnen. Sieh mir in die Augen, du wirst müde. 1, 2, 3. Marionette und... Moment, nein, das war der falsche Charakter. Der Traum werde wahr. Bom, bom, badadam. Okay. Oh, es sind neue Gegner. Kriegen wir vielleicht doch noch was anderes Schönes? Neue Gegner. Ich brauche, glaube ich, den. Ich habe hier einige... Oh Gott! Einige von denen gesehen. Ja, das wollte ich eigentlich sagen. Ah! Okay. Und um die Eisenmasken kümmern wir uns auch gleich noch. Erstmal Heilung, bitte. Ah! Erwischt. Wow. Wow. Okay, jetzt können wir, glaube ich, zum Krug gehen. Yeah, kommt nur her. Ah, 1, 2, 3, 4. Boing. Oh, was für ein Move. Und der letzte. Bing. Oh, es gibt eine zweite Runde. Oh mein Gott. Lass mal ein paar... Nein, lass mal ein paar davon stunnen. Aua. Bop, bop.
Sorgt für ein bisschen Spannung. Können die Friendly Fire haben? Ich glaube, die beiden haben jetzt keinen getroffen. Ja, der auch nicht. Aber... Nee. Ich glaube, die können tatsächlich nicht eigene... Naja, Kollegen, wollte ich gerade sagen. Aber sie können keine anderen Monster treffen. Mit ihrer Explosion. Was ziemlich schade ist. Naja, jetzt. So. Und katsching. Yo. Boing, boing. Drei mit einem Streich. Interessant. Neue Gegner, zwei Runden. Was kriegen wir? Bitte keine 200 Muscheln. Ein rotes Glücksfragment. Hat sich jetzt auch nicht wirklich gelohnt. Ich will Rubine haben. Stattdessen gebe ich gerade nur immer mehr aus. Aufwachen. Okay. Und? Hattest du einen schönen Traum? Dann beehre mich bald wieder. Nee. Nicht das Wahre. Ja, und hier. Die Tür ist verschlossen. Von hier aus kommt man nicht rein. Ja, ich weiß. Weil wir nur von der anderen Seite reinkommen, solange wir nicht alle Mini-Nintendo-Figuren haben. Buh. Ich will aber diese drei Truhen. Und das Herzteil. Und das Grammophon. Das wird noch eine ganze Weile dauern. Gut, gehen wir hier noch rein. Hallo. Es gibt einen Anfang, also gibt es auch ein Ende. Wir steuern also von Anfang an dem Ende entgegen. Oh, was ein Pessimist. Schloss Hyrule wurde von der Dunkelheit ergriffen, es ist vorbei. Oh Gott, hier ist richtig Untergangsstimmung gerade. Hallo, wie geht es dir? Kein Fragment mehr zu vereinen, du auch noch? Nee. Ein Prosit, ein Prosit, ein Prosit mit Milch. Das Problem mit dem Abendessen ist schwieriger als man denkt. Kein Fragment mehr zu vereinen von all den Leuten. Alle entspannen sich, das ist gut so. Ich glaube nicht, dass die entspannt sind, wenn die so eine Untergangsstimmung hier verbreiten. Vor lauter Entspannung das Ende des Jahrhunderts verpassen. Okay. So muss ein Kaffee sein. Schloss Hyrule ist dunkel. Ist es zu spät zum Fragmente vereinen? Oh, auch er hat seinen Glauben verloren. Was ist denn hier los? So, und als letztes haben wir den noch, Kollegen, noch. Hallo. Nanu? Dieses Schwert... Bringt er uns jetzt, wo wir das Schwert der Vier haben, neue Techniken bei? Dieses Schwert! Du bist auch geschickter geworden. Ja, jetzt können wir eine neue Technik trainieren. Oh mein Gott! Bist du willens, bei mir zu trainieren? Ja! So sei es. Ich werde dich die Technik des Steinspalters lehren. Oh, wir können Steine mit dem Schwert zerklopfen. Zerklopfen, zerkloppen. Und vielleicht auch Krüge damit. Oh, endlich. Erstens zerschlage den Krug mit dem Schwert. Yes! Es ist vollbracht. Hast du das verstanden? Yeah! Endlich! Gut, das freut mich. Ich hätte auch nichts gewusst, wie ich es dir sonst erklären sollte. Ja, es ist halt einfach nur ein Krug zu hauen. Doch Schwerttechniken muss man mit dem eigenen Körper erlernen. Ich mache deinen Körper zur Marionette und lasse dich die Technik ausführen. Nun also, die Marionettentechnik von Meister Max... Magnus, nicht Maximus. Upsi. Seh und staune. 1, 2, 3, Marionette nun sei. Jawohl. Endlich. So, nun versuch es selbst. Zerschlage den Krug mit dem Schwert und es sei vollbracht. Jo. Sehr gut. Ich überreiche dir diese Schriftrolle der Schwertkunst. Falls du eine Schwerttechnik vergessen solltest, kannst du dort nachsehen. Du hast den Steinspalter erlernt. Zerschlage Spielenstein und Krüge. Geil. So. 5. Okay, Strahlenattacke. Ist das die gleiche Farbe? Ja, ich glaube, jeder Schwertmeister hat seine eigene Farbe. Das heißt, wir haben eigentlich schon alle Schwertmeister gefunden, oder? Wenn die mehrere Techniken beibringen können? Ah, okay. Gut, fehlen trotzdem noch zwei. Hast du zufällig noch einen für uns? Warte mal. Oh, das ist so gut. Endlich. Nanu, dieses Stiefel. Ja! Wow, wir hätten schon viel früher hier hingekonnt. Und du bist noch geschickter geworden. Ja, jetzt können wir eine neue Technik trainieren. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Aber sowas von... So,
So sei es. Ich werde dich die Technik des Ausfalls lehren. Ziehe die Pegasusstiefel an, rüste dich mit dem Schwert aus, lauf los, halte den Knopf für die Pegasusstiefel gedrückt. Es ist vollbracht. Hast du das verstanden? Jetzt können wir rennen mit dem Schwert gezückt. Oh, nützlich. Ja, habe ich verstanden. Sehr gut, du bist ein aufgewecktes Kind. Es ist egal, auf welche Knöpfe du das Schwert und die Pegasusstiefel legst. Doch Schwerttechniken muss man mit dem eigenen Körper lernen. Ich mache deinen Körper zur Marionette und lasse dich die Technik ausführen. Also nun, die Marionettechnik von Meister Magnus, sieh und staune 1, 2, 3 Marionette und sei, oh mein Gott. Yo. Endlich. So, nun versuch es selbst. Rüste dich mit den Pegasusstiefeln und dem Schwert aus und lauf los. Schwert, Pegasusstiefel, los geht's. Yo! Sehr gut, ich überreiche dir diese Schriftrolle der Schwertkunst. Falls du eine Schwerttechnik vergessen solltest, kannst du dort nachsehen. Du hast den Ausfall erlernt, attackiere mit der Schnelligkeit des Windes. Yes! Yes, yes, yes! Es fehlt nur noch eine. Und dann können wir zu dem Geist... Wie hieß denn der? Der Magnus der Älteste oder so? Und der bringt uns dann noch irgendwas Cooles bei, aber erstmal müssen wir gucken, wer uns noch eine Technik beibringt. Du zufällig nicht noch die vierte, oder? Warte mal, das war ja immer im Wechsel. Magnus, irgendwer, Magnus, irgendwer, Magnus, irgendwer, Magnus? Ja! Wirklich? Okay, ich beschwere mich nicht, dann müssen wir die anderen nicht mehr aufsuchen. Ich glaube, ich gehe trotzdem nochmal zu denen und rede mit denen, falls sie noch irgendeinen anderen Text haben. Rein aus Neugier. Nanu, dieser Mantel! Und du bist noch geschickter geworden. Ja, jetzt können wir eine neue Technik trainieren. Oh, cool. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Ja, haha. So sei es. Ich werde dich nun die Technik der Sturzattacke lernen. Ziehe den Greifmantel an. Rüste dich mit dem Schwert aus. Spring hoch in die Luft. Zücke das Schwert am höchsten Punkt des Sprungs. Es ist vollbracht. Oh, so eine Art Stampfattacke. Hast du das verstanden? Yo! Höchst erfreulich, dass dein Verstand so schnell arbeitet. Oh, danke. Doch Schwerttechnik muss man mit dem eigenen Körper lernen. Ich mache deinen Körper zur Marionette und lasse dich die Technik ausführen. Ich weiß, den Text hast du 100.000 Mal erzählt. Eigentlich nur 4 Mal, aber egal. Nun also die Marionettentechnik von Meister Magnus. Sieh und staune 1, 2, 3 Marionette nun sei. Boah! Mächtig gewaltig. So, nun versuch es selbst. Ziehe den Greifmantel an, springe hoch in die Luft und zücke das Schwert am höchsten Punkt in der Luft. Kriegen wir hin. Alep. Ups, Jo. Wir dürfen den Knopf nicht gedrückt lassen, weil dann fangen wir an zu fliegen. Sehr gut. Ich überreiche dir diese Schriftrolle der Schwertkunst. Falls du eine Schwerttechnik vergessen solltest, kannst du dort nachsehen. Du hast die Sturzattacke erlernt mit voller Kraft vom Himmel herab. Jo. Es gibt nichts, was ich dir noch beibringen könnte. Jetzt kommt es darauf an, dass du die Techniken selbst weiterübst. Oh, geil. Leute. Mit 3 neuen Schwertechniken im Gepäck werden wir aber den Part heute beenden. Und, wenn mich nicht alles täuscht, waren wir jetzt auch überall drin. Wir haben mit allen Leuten gequatscht. Alle Fragmente vereint, die hier noch zu vereinen waren. Ach nein, Anju fehlt noch. Anju fehlt noch. Das machen wir beim nächsten Mal noch schnell, bevor wir dann in das nächste Gebiet gehen und da alles abklären. Weil, naja, wir kommen, glaube ich, irgendwann nochmal wieder und machen dann die ganzen Stellen noch hier in der Stadt als Minish. Darauf habe ich gerade erstmal keine Lust. Ich will erstmal woanders weitermachen. Aber wie gesagt, erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Bleibt weiterhin am Ball, wie immer heißt es. Cheerio!